Ihr Lieben, herzlich willkommen zu dem ersten Büchervideo, was für 2024 erscheinen wird. Und zwar mal wieder etwas, was ich lange nicht mehr gedreht habe, ein Want to Read. Ich habe mir eine kleine Leseliste gemacht und ich bin hochmotiviert. Ich freue mich schon drauf. Und ja, es sind 6 Bücher, die es auf diese Liste geschafft haben und wir gehen das mal durch. Wir fangen an mit 3 E-Books, die ich auf die Liste gesetzt habe. Zum einen habe ich im Dezember 3 Bücher von Olivia Drake gelesen. Und zwar sind das solche, man könnte sagen, Stolz und Vorurteil, / Bridgerton-Bücher, die sie schreibt, wo man halt meistens junge Damen hat, die dann in die feine Gesellschaft eingeführt werden und die dann einen Mann suchen, versuchen, einen Ehemann zu ergattern. So, und das Thema hat mich, na wobei, Stolz und Vorurteil oder generell Jane Austen liebe ich, aber solche Bücher habe ich früher eher so nicht gelesen. Und ich muss auch sagen, die Julia Quinn heißt sie, glaube ich, die diese Bridgerton-Bücher geschrieben hat. Ich habe das erste Buch gelesen, ich finde ihren Schreibstil leider gar nicht gut. Also dieses Buch finde ich langweilig, erschreckend langweilig, aber Bridgerton habe ich gesuchtet und Spatze liebt es auch. So, und deswegen, ich hatte jetzt lange ein bisschen eine Leseflaute und mir hat es geholfen, im Dezember da ein paar von diesen leichten Büchern zu lesen. Ich habe jetzt noch ein Kindle Unlimited Abo. Früher war das ja so, dass Kindle immer mal gesagt hat, hier, teste 3 Monate für 10 Euro oder was weiß ich, oder einen Monat kostenlos. Jetzt haben sie den Preis aufgehoben von 9,99 auf, ich glaube, 11,99 oder so, 95. Und jetzt habe ich schon sehr lange kein Probeabo mehr gesehen. Ja, man konnte das früher tatsächlich öfter nutzen. Und deswegen habe ich jetzt für exakt einen Monat dieses Abo gemacht und dann jetzt schon gekündigt, dass es quasi ausläuft. Und das habe ich im Dezember auf jeden Fall gut ausgenutzt, den Preis. Und deswegen möchte ich jetzt quasi im Januar, ich glaube am 10. läuft es aus, weiß gar nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe. Ich bin heute total neben der Spur. Ist ja wurscht. So, auf jeden Fall möchte ich das noch ausnutzen und deswegen habe ich mir noch ein Buch von Olivia Drake aufgeschrieben, nämlich Die Rückkehr des Duke. Und dort geht es um Abigail und die hat sich wohl immer gekümmert. Die ist jetzt schon um die knapp 30, glaube ich. Ist sie schon so alt? Oder wird 30 und die hat sich immer um ihre Familie gekümmert. Die war quasi die jüngste Tochter und dann sind die Eltern pflegebedürftig geworden. Dann hat sie sich um die Eltern gekümmert und jetzt wird sie so ein bisschen, ich glaube, durch ihre Familie gereicht, dass sie hier mal arbeitet als Anstandsdame und dort, ne? Also sie macht quasi Familiendienst und hat da keinen Bock mehr drauf und möchte deswegen als Gouvernante anfangen und sich selbst Geld verdienen. Und sie fängt aber ausgerechnet an bei der Schwester ihres Typen, in dem sie mal verliebt war. Also als sie noch jung waren, war sie verliebt in diesen Typen und der hat sie dann irgendwie fallen gelassen. Und der ist jetzt aber immer in London und nicht auf seinem Landsitz. Und sie möchte quasi auf dem Landsitz Gouvernante für seine Schwester sein, weil die Stelle halt quasi ausgeschrieben war. Und genau, ich kann mir gut vorstellen, dass es zu viel Verwirrung führt und ja, so ein bisschen leichte Lektüre darf auch mal sein. Hat laut Amazon 405 Seiten, das gute Stück. Aber erfahrungsgemäß, also aus meinen Dezember-Erfahrungen, habe ich die immer an einem Abend gelesen, die Bücher. So, dann habe ich mir noch was ganz anderes geschnappt, nämlich Die letzte Nekromantin. Ist der erste Teil aus dem Ministerium für Kuriositäten. Kannte ich bis jetzt gar nicht von C.J. Archer, hat 350 Seiten. Und ich schreibe aber, dieses Jahr möchte ich auch veröffentlichen, ein Buch über eine Totenbeschwörerin. Das wird aber weniger Fantasy, sondern eher so Crime Mystery und bin zufällig darauf gestoßen und dachte mir, Nekromantin, das guckst du mal, ob das nicht auch was für dich ist, weil ich finde, es gibt sowieso viel zu wenig Bücher über Totenbeschwörer. Und dort geht es um Charlie, ich glaube, sie heißt eigentlich Charlotte, die lebt aber schon seit vielen Jahren als Straßenjunge in
Stadt habe ich mir nicht aufgeschrieben. So, und die ist dann aber auch quasi so ein bisschen als Diebin unterwegs und wird dann gefasst und kann sich nur dadurch befreien, indem sie einen Toten wieder erweckt. Und dann, doch, mir ist irgendwie so, als ob das in London spielt, dass danach ganz London ihr auf der Spur ist. Aber vielleicht verwechsel ich jetzt auch die Bücher. Auf jeden Fall sind dort viele Menschen hinter ihr her. Und da gibt es doch irgendwie so eine Geheimgesellschaft und die sucht jetzt diese Charlotte und dieser Straßenjunge Charlie wird quasi von der Geheimorganisation oder von dem Chef dort gefangen gehalten und soll bei der Suche nach Charlotte helfen. Und das finde ich natürlich auch irgendwie eine witzige Verstrickung und ja, da freue ich mich schon drauf. So, und dann habe ich mir noch was ganz Kurzes geschnappt, nämlich Rex und Lila, eine Monster-Romance von Ruby Pearl, ist alles drei Kinder Unlimited. Und zwar geht es dort um einen Ohrkrieger und eine Menschenfrau. Und das ist so eine Erotik-Short, denke ich. Hat 36 Seiten und ich schreibe ja selbst unter Pseudonym erotische Kurzgeschichten. Ich verrate euch nicht das Pseudonym. Eines Tages mache ich es vielleicht. Aber ja, ich habe selbst so einige Ideen für, ich sag mal, Monster Romance. Ich weiß aber gar nicht, ob das überhaupt marktfähig ist, weil es ist ja irgendwie schon ein bisschen absonderlich. Und deswegen dachte ich mir, cool. Also die letzten zwei Bücher sind mir wirklich zufällig vor die Füße gespielt worden. Und ich dachte mir, das schaust du dir einfach mal an. Ich bin einfach neugierig, weil mich halt das Genre interessiert. Und mal gucken, ob ich es gut finde. Und vielleicht bestärkt mich das dann quasi in meinen Projekten. So, das sind die drei, die ich gerne noch bis zum 10. Januar mit Kindle Unlimited abfrühstücken möchte. Und dann habe ich noch drei richtige Bücher. Zwei davon habe ich schon angefangen, vor einer ganzen Weile. Und zwar das eine ist Abteilung für undamhafte Aktivitäten. Spionieren ist kein Kinderspiel. Das ist der erste Band der neuen Reihe von Robin Stevens. Ich liebe ja schon die andere Reihe mit Wells und Wong. Und das hier ist Mei Wong. Das ist quasi die jüngere Schwester. Also wir beginnen eine komplett neue Reihe. Und da bin ich aktuell auf Seite 150. Das Buch hat insgesamt 376. Ich glaube, die lesen sich relativ schnell. Und ja, diese drei Kinder, die lernen sich in diesem Band kennen. Aktuell mögen sich davon noch nicht alle, aber sie lösen quasi hier dann ihren ersten Fall gemeinsam und werden dann sicherlich noch viele weitere lösen. Ich glaube, neuer Band dazu ist noch nicht raus. So, habe ich vor, gerne mal einen Lesemarathon zu lesen. Mal gucken. Aber wenn ich mir jetzt so meinen Januarplan angucke, denke ich, dass ich erst so in der zweiten Januarhälfte tatsächlich mal zum Lesen kommen werde. Bis dahin habe ich viele andere Dinge vor. Und die Quartalssteuer. Ich arbeite dran. Dann habe ich mir noch einen Thriller geschnappt und zwar Sorry von Bianca Iosivoni. Ein Buch, wo ich mich geärgert habe, als ich es gesehen habe. Pass auf. Eine ähnliche Story habe ich schon geplottet und wollte die als Thriller umsetzen. Und ich habe mir das Buch hauptsächlich deswegen gekauft. Also Bianca Iosivoni ist ja, ich kenne die tatsächlich schon, seit sie noch, ich glaube, 2, 3 Bücher. Hat sie die in Self-Publishing gehabt oder bei Feelings? Das waren noch diese Eishockey-Geschichten. Naja, ist auf jeden Fall ewig her. Irgendwann hatte ich nochmal ein New Adult von ihr gelesen. Aber New Adult ist aktuell nicht so unbedingt mein Genre. Und ich war zum einen gespannt auf den Thriller und zum anderen muss ich ihn halt lesen, um zu gucken, ob das meiner Geschichte zu ähnlich ist, weil dann würde ich meine Geschichte abändern, weil sonst sieht das ja so aus, als würde ich vielleicht irgendjemanden kopieren, worauf ich keinen Bock habe. So, ich glaube, das ist jetzt, dass seitdem ich, also ich schreibe ja schon seit ein paar Jahren, außer dass ich davon noch nichts veröffentlicht habe, aber ich habe schon 3 Bücher geschrieben, 2 Kinderbücher und ein Liebesroman.
Und das schwingt manchmal so weg mit. Also ich habe so einen ganzen Ordner mit Geschichten und immer wenn ich da mal was lese, was so entfernt an meine Geschichten erinnert, die ich entweder schon geschrieben habe oder die ich angefangen habe oder die ich schreiben möchte, da werde ich immer so ein bisschen hellhörig, weil ich wäre ja dann immer diejenige, wenn ich die jetzt sehe, diese Geschichte, die das danach veröffentlicht und dadurch habe ich natürlich immer so ein bisschen die Angst, dass meine Story so ähnlich ist, ja, weil ich möchte ja nur wirklich niemand sein, der kopiert. So, ich bin jetzt auf Seite 185 und ich muss sagen, davon ähnelt eigentlich nichts meiner Story, außer der Grundaspekt. Hier geht es quasi um, ich sag mal, um eine toxische Beziehung. Ich will mal nicht zu viel spoilern. So, die Protagonistin ist Robin und die hat sich von ihrem Freund getrennt. Hab vergessen, wie er heißt. Julian, glaube ich. Ja, Julian. Und Julian ist jetzt tot. So, und die Polizei befragt sie. Soweit bin ich auf jeden Fall. Und hier sind dann auch immer mal Rückblicke. Wobei, das wollte ich tatsächlich in meiner Story auch so machen, dass man einen Kriminalfall jetzt hat und dann hat man Rückblicke und dann erfährt man nach und nach was über die Beziehung. So, aber das Buch habe ich noch nicht angefangen, von daher drückt mir da kein Schuh, dass ich dann, und vielleicht schreibe ich es auch nie, ne? Also ich bin da jetzt nicht gestresst. So, und dann ist noch ihr bester Freund Cooper und bis jetzt habe ich auch schon erfahren, dass sie eine wirklich sehr innige Beziehung hatten. Und ich glaube, die wären durchaus füreinander gemacht gewesen. Auf dem Klappentext sieht es so ein bisschen so aus, als ob. Genau. Nee, was sie für Cooper empfindet, geht längst über eine Freundschaft heraus. Aber ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Und er gerät unter Verdacht. Meine Vermutung ist aber bisher, dass es nicht Cooper ist, der Julian auf dem Gewissen hat, sondern dass es die Robin ist. Weil so hätte ich es gemacht. Ich mag das tatsächlich, wenn man Leser so ein bisschen aufs Glatteis führt und das Buch quasi so konstruiert, dass man was anderes erwartet. So, deswegen mal gucken, wie es die Bianca gemacht hat. Insgesamt hat das Buch 396 Seiten, also ich habe jetzt noch ein bisschen über 200 offen. Und dann habe ich noch ein komplettes Buch, nämlich True Crown. Das ist der dritte Band mit diesen, ich sag mal, märchenhaften Buchschnitten. Das Duell mit dem dunklen Magier. Und hier geht es um Abigail Wilder. Und sie ist das Mündel des dunklen Magier. Ich vermute aktuell, dass es der dunkle Magier aus der ersten Story ist. Aber es kann natürlich sein. Nee, der Lord Magier heißt das. Der ist quasi, ich sag mal, angestellt am Staat, am Hof. Und weiß aber nicht, weil man hat immer mal Zeitsprünge zwischen diesen Bänden, ob das immer noch derselbe ist. Und es findet ein Mordstand statt. Also sie möchte sich gern beweisen, diese junge Dame, und versucht dann quasi den Mordfall zu lösen. Worauf ich mich schon sehr freue. Generell diese drei Bände, die spielen, ich glaube auch wieder in London. Also es ist sowas Englisches. Und man hat aber dazu noch eine Fantasy-Welt, und zwar das Elfenreich, was quasi parallel ist. Und die Elfen, die funken da immer mal rum. Und die Elfen sind sehr merkwürdig. So, die sind sehr merkwürdig. Der erste Band hat mir sehr gut gefallen. Der hat den super Drive. Den zweiten fand ich nicht so gut. Und ich möchte jetzt aber die Reihe abschließen und bin mal gespannt, wie es mit dem dritten wird. Das sind 349 Seiten. Insgesamt sind es 1577. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn ich das in 31 Tagen diese sechs Bücher lesen möchte, muss ich 51 Seiten pro Tag lesen. Ich weiß jetzt aus Erfahrung, dass ich aktuell nicht jeden Tag lese, aber ich glaube, das erste dieser Bücher habe ich an einem Tag verschlungen, das zweite an 2 Tagen. Von daher, ich bin da tatsächlich recht zuversichtlich. Und würde, wie gesagt, gerne einen Lesemarathon machen, an dem ich so 300 bis 400 Seiten an einem Tag lese. Das wäre wirklich mega und da nehme ich euch natürlich mit. So, jetzt wisst ihr von meinen Plänen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr auch ein Want-to-Read habt, was bei euch auf der Liste steht oder was ihr unbedingt für in 2024 lesen müsst. Ich hatte auch eine Weile überlegt, ob ich wieder so ein Video mache, 24 in 24. Also 24 Bücher, die ich mir für das Jahr vornehme. Aber
aktuell bin ich mir da noch zu unsicher, weil, also ich habe das in vor Jahren, ich habe ja diesen Kanal schon länger und es war ja mal ein reiner YouTube, ein BookTube-Kanal früher. Habe ich das schon öfter gemacht, aber ich habe auch festgestellt, dass sich sowohl mein Leseverhalten als auch mein Lesegeschmack im Laufe des Jahres durchaus mehrmals ändert und das Format funktioniert für mich nicht so gut. Aber vielleicht schaffen wir ja wieder so ein monatliches Wanderread. Das würde mich echt mega freuen. So, damit beende ich das Video und hoffe, dass ich heute noch ein bisschen Lesezeit haben werde. In diesem Sinne, frohes Neues und bis bald. Tschüss!